Never mind. Hier haben wir es. Cure Blight Disease for 1 second on self. Das holen wir uns. Und dann machen wir Spellmaking. Healing Hand. Healing Light. Und. Oh, ist hier. Cure Blight Disease on touch. Passt. Spell Chance ist minus. Das ist merkwürdig, aber okay. Cure Blight Disease on touch. Yo. Wunderbar. Schauen wir mal. Healing Blight. Aha. Hast eventuell eine Scroll. Ne, ist er nicht. Na gut, liebe Freunde, dann holen wir uns in dem Fall einfach eine Scroll, die diesen, die Cure Blight hat. Und dann sehen wir uns gleich in... Moment, ich muss gerade kurz schauen. Es gibt nämlich zwei Miner, die wir uns holen können. Einer in Tel Arun, der andere in Gnisses. Und wir haben einen Sklaven tatsächlich. Den will ich logischerweise direkt aus seiner Misere befreien, sodass er für uns in der Eiermine arbeiten kann. Und zwar wäre das in Tel Arun. Genau, in Tel Arun. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder in Tel Arun. Gut, die Kollegin wollte mir in dem Fall den dann mal nicht verkaufen oder in dem Fall auch überhaupt erst anbieten. Von daher machen wir das ganz einfach so, dass wir die zweite Möglichkeit nehmen. Und zwar brauche ich den guten... muss ich gerade mal schauen. Er ist hier in der Cave Dwelling. Also wir sind gerade jetzt zum ersten Mal übrigens. Also ich glaube ich generell zum ersten Mal auch hier in Gnisses. Und bin gerade hier ein bisschen stuck. Dankeschön. Wir haben hier verschiedene Huts. Ah, das ist er, glaube ich, sogar. Und hier Cave Dwellings. Das sind quasi einfach Arbeiter, die anscheinend hier arbeiten, logischerweise. Genau, das ist er. Und ihn können wir zum Beispiel jetzt rekrutieren für unsere, für unsere Eggmine. Hier haben wir es. Yes, I am an Eggminer and I am looking for work. Why do you ask? I need miners in the Shurdan Reply Mine. I heard that the Shurdan Reply Mine was going to open again, despite the bandits and the blight. I will serve you and your house faithfully. I will be at the mine with my crew in a few days. Oh, mit seiner Crew sogar. Perfekt. Wunderbar. So einfach geht's. Und wir brauchen quasi wirklich nur ihn. Oder einen von beiden zumindest. Und das reicht dann normalerweise auch schon aus. Und wir müssen in dem Fall jetzt hier zurück zur Mine, um da logischerweise den Spell einzusetzen, den ich mir übrigens mittlerweile auch schon geholt habe. Also ich bin jetzt hier ausgestattet mit... Mal kurz schauen. Hier haben wir es. Scroll of Dyrrhir's Blessing. Die einmal Blight Disease on Target eben einmal verabreicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es hier eine... Ah ja, da haben wir es auch schon. Die Stillstrider-Anbindung. Also Gniss ist noch hier voll im Aufbau, mehr oder weniger. Also noch nicht wirklich irgendwas, was man jetzt Stadt nennen kann. Aber es ist zumindest auf dem besten Weg dahin. Und... Derjenige, der die Stillstrider hier anscheinend operiert, hat anscheinend gerade Urlaub. So wie es aussieht. Na gut. Dann... Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich ein, ja, schlechtes Bier. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder in Balmora. Ich glaube, ich werde mir da auch mal meinen Waymarker hinsetzen am besten. Meine lieben Freunde, hier haben wir wieder unser Odai-Plateau. Das heißt, wir haben hier Rathen Manor. Und wir haben direkt hier gegenüber haben wir die Mine, von der alle hier sprechen. Das heißt, wir schauen direkt mal vorbei, dass wir zum einen schon mal die Scroll equippen natürlich. Und die heißt da... Was denn? Scroll of Dyrrhir's Blessing. Das war der Name. Und die equippen wir direkt schon mal am besten. Und gesprochen, hier haben wir eben Rathen Manor. Direkt hinter uns. Und hier irgendwo müsste dann sich die Eggmine aufhalten. Wahrscheinlich hier, genau. Und keine Sorge, mein lieber Quama-Worker. Wird alles gut hier. Hier haben wir die Reply Eggmine. Die Königin wird auf jeden Fall geheilt. Natürlich müssen wir trotzdem schauen, dass wir hier alles, was uns sich hier entgegenwirft,
schleunigst beseitigen. Da können wir in dem Fall leider nichts gegen machen. Wenn du... Okay, ich wollte gerade sagen, wenn du... In dem Fall mich einfach vorbeilässt, dann wäre ich dem auf jeden Fall sehr verbunden. Genau, die Kollegen wollen sich auch mit uns anlegen, leider. Die Quarmer Warriors. Da müssen wir uns leider... Ah, da haben wir sie auch schon. Die Quarmer Queen. Zack. Hier bleibt es sie's. Wunderbar. Das hätten wir ebenfalls erledigt. I killed the blighted Quarmer Queen in the Shuran Reply Eggman. Das heißt, wir reden wieder mit dem guten Driller. Your stronghold is now helping House Lalu with business and trade. I will give orders to begin the next phase of construction. Wunderbar. Dauert, glaube ich, ich werde übrigens mal hier, ich habe mir jetzt gerade Mark schon mal equipped. Das heißt, jetzt mir hier eine Markierung. Eventuell mache ich das dann als nächstes wieder beim guten Onkel Curio. Zum einen, da wir ja wieder auch Quests von ihm haben oder bekommen werden. Bevor ich mir die zweite Phase übrigens anschaue, werde ich übrigens schauen, dass ich die dritte Phase ebenfalls noch beende. Und dann haben wir auch alle die finale Phase eben beendet mit der dritten Phase. Dann haben wir komplett eine kleine Stadt, wenn man so möchte. The next phase of my stronghold should be complete. Und wir schauen mal. The improvements to your stronghold are complete. Speak with me again when you need a stronghold fit for a counselor of House Lalu. Ach so. Yo. Hm. Können wir anscheinend nicht mit dem sprechen darüber. Moment, ich schau gerade mal. Ne, anscheinend müssen wir dann erst wieder ein paar Quests erledigen, so wie es aussieht. Shodan Reply Eggman is back in business. Wunderbar. Are complete. Hm. Ja, anscheinend können wir ihn sonst nicht drauf ansprechen. Das heißt... Gut, dass wir hier erstmal alles haben. Gut, dass ich mir jetzt gerade hier noch einen Marker platziert habe. Das dürfte nicht wahr sein. Weil wir jetzt eben auch anscheinend erst wieder zurück müssen Richtung Onkel Curio, sodass wir ein paar Ranks wieder aufsteigen. Aber gut, dann gucken wir uns das Ganze hier nochmal an. Da brauchen wir die Boots of Planning Speed auf jeden Fall, damit wir wieder ein bisschen fixer unterwegs sind hier. Wir haben auf dem Weg übrigens auch noch eine weitere Mine. Eigentlich hätten wir die auch direkt in Beschlag nehmen können, aber ich glaube, die gehört Haus Lalu sowieso schon. Das wäre natürlich die... Obwohl, es war eine Fighters Guild Quest, also keine Ahnung, wem die Mine hier gehört, aber die hier hätten wir eigentlich... Falls ihr Haus Lalu nicht gehört, können wir die auch direkt in Beschlag nehmen. Ich meine, liegt direkt auf dem Weg hier zu unserer kleinen Festung. Und apropos kleine Festung, mittlerweile, wie wir hier sehen, übrigens nimmt das Ganze hier definitiv Form an. Sieht schon mal einiges besser aus. Und wir haben schon ein zweites Gebäude hier. Also hier haben wir quasi unsere Hauptvilla, Rathen Manor. Und jetzt haben wir hier schon Gol's House. Der gute Gol's Haustier. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir Avron Gol's. Welcome, I am Avron Gol's. What can I do for you, House Brother? Ist hier Training für Longblade, Athletics und Block. Wunderbar. Alles klar. Aber ansonsten hat er hier... Nicht wirklich was. Okay, hier sind ein paar Boots. Ja, ist alles Light Armor, was letzten Endes was für uns bringen würde sogar. Netch Leather Helm, naja, ist aber... Wert von 1000, hallo. Okay. Okay, wunderbar. Alles klar, also ein kleiner Wachturm, wenn man so möchte, mehr oder weniger, mit jemandem, der uns hier auch noch schön beschützen kann. Wunderbar. Und natürlich mittlerweile auch, wie wir hier sehen, übrigens noch ein paar Walls, die hier ebenfalls angebracht wurden. Sieht definitiv schnieke aus. Sieht definitiv sehr gut aus. Das wäre quasi die zweite Phase von unserem Stronghold. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher und mache nochmal einen Recall zu unserem Kollegen jetzt, da wir ja das Stronghold gesehen haben. Ne, können wir anscheinend noch keine weiteren... Was ist da auf 95 auf einmal? Naja, können wir keine weiteren Fortschritte erstmal machen. Ich schaue mal, ob ich hier Advancement... With your sponsor. Crassius Curio. Okay, dann reden wir mit... gehen wir zurück Richtung Vivek. Richtung Crassius Curio. Und dann sind wir auch schon beim lieben Crassius Curio. Wir können mal schauen. Advancement.
House Father. Jetzt können wir übrigens auch schon die dritte Phase angehen, aber ich schau mal, ob er Business hat. House Redoran built a stronghold without a charter from the Duke. You're the perfect wood elf to teach Redoran Lord Abandon Indaris a lesson. Redoran Lord. Hallöchen. Machen wir das nächste Mal allerdings. Zum Glück habe ich hier noch keinen Waymarker übrigens gesetzt. Wir gehen erstmal wieder zurück, machen Recall. Boom. Jetzt, da wir House Father sind, können wir die finale Phase einleiten. You have earned, sorry for Perlung, a high rank in House Lalu and I am prepared to give you the stronghold you deserve, only Love Relation List Junior. Alas, before anyone would be willing to move to your stronghold, you must find a way to guard against bandits that prey on your trade. Yes, go to the Fighters Guild or the Imperial Legion here in Balmora, see if they will let you hire some to garrison your stronghold. Ich bin Anführer von der Fighters Guild, also sollte das eigentlich kein Problem sein. Perhaps with their aid you can track down the bandits near your stronghold. Okay. I see the bandits hurts you. Recruit a guard from a stronghold from the Fighters Guild here in Balmora. Ja, ist kein Problem, ich bin sowieso, wie heißt es? Master in der Fighters Guild, von daher, wie angesprochen, sollte das auf jeden Fall kein Problem sein. So, meine lieben Freunde, oh, mir würde sogar einer einfallen, nämlich der hier die 4000 Drakes hat, der Redguard, der in der Fighters Guild immer ein bisschen abhängt, bei dem ich gemerkt habe eben, dass man mit ihm Waffen traden kann für, ich glaube, 4000 Drakes Maximum. Der wäre mir eigentlich ganz lieb. Aber wir gucken mal, wer sich in dem Fall rekrutieren lässt. Your master has arrived. Was war denn hier? Das ist Nord. Den Kollegen haben wir ordentlich schon eingedeckt, wie wir sehen. Ich meine, ich kann mir auch einfach den Sklaven oder einen Sklaven aus Tel Arun holen, dem ordentlich mit Armor bestücken und dann würde der uns auch aushelfen. So ist es ja nicht. Eigentlich hätte ich ja in dem Fall gerne so einen Bosma. Aber anscheinend haben wir da keinen. Schade. Speak with Flanea. She handles contracts. Ich bin fucking Master. That's what she said. Und wo ist Flanea? Ist gar nicht. Ist sie hier? War das die Kollegin hier unten? Nee, ich glaube kaum. Ich sah zumindest nicht, wie jemand da aus der. You seem like very good company. What can I do for your master? Genau das will ich hören. Guards against bandits. We do not have enough men to hire just anyone. Ich bin fucking Fighters Guild Master. But I do know someone you could hire. His name is Fjorgeir. For 1000 septims I will send him a word and a contract. Ich bin zwar Master der Fighters Guild, aber okay. Very well, I will send word to him. He will be waiting for you at your stronghold. Sehr gut. Whipsam. So, das heißt, er müsste bei uns an unserem Stronghold mittlerweile schon sein. Hoffen wir es mal. Dann machen wir uns auf den Weg. Ich glaube, die Travel Stay in Pants allerdings, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich glaube, da kommen wir auch ganz gut ohne klar. Und sobald wir ihn haben, müsste er eigentlich schon wissen, wo letzten Endes dieses Bandit-Hideout ist. Aber es dürfte nicht allzu weit von der Eggman eigentlich entfernt sein. Aber werden wir ja sehen. Ah ja, das sieht schon nach jemandem von meiner Gilde aus, ey. Ja, natürlich. I heard word you hired some to guard against the bandits. Exakt. Aye, I can help ye with the bandits. Wir haben auf jeden Fall den richtigen bekommen. I know just where they are. A little cave called Zenzipilu, just across the Oda River and south over the hills. I can stay here and guard the stronghold while you fight. Or we can fight together as long as your gold is good. Ne, ist gut. Also wir können das Ding auch selber finden übrigens. Allerdings, wenn wir schon die Drakes haben logischerweise uns so ein großartiges Fort oder so ein großartiges Stronghold, besser gesagt. Dann können wir uns in dem Fall auch jemanden holen, der unser Fort verteidigt, während wir eben logischerweise nicht da sind. Schauen wir mal, haben wir da jetzt? Wir haben auf jeden Fall den richtigen engagiert. Was haben wir denn hier?
until your gold runs dry. Ah, got the spot. So I'm the guard right here, eh? You can count on me. Aber hallo. Okay. Dann schauen wir mal. So, die Kollegen in Sainsipilu verweilen die Kollegen. Schauen wir das gerade mal hier an. Ah ja, genau. Direkt in der Nähe von der Eggmine sehe ich übrigens gerade. Gut. Also, wir sind hier in... am Odai-Plateau. Können wir mal schauen, genau. Wir müssen einmal über den... Und wir können direkt eigentlich erstmal zum Odai River. Oder wir gehen einfach... Also auf jeden Fall in die Richtung. Genau. In die Richtung. Und dann müssten wir da hinten... Eigentlich... Ja. Genau. Wir haben da... Ein bisschen weiter hinten hier haben wir eine Brücke. Die wir passieren können. Und dann sind wir schon auf dem richtigen Track. Mehr oder weniger. Genau, da hinten haben wir die Brücke. Perfekt. Dann müssen wir einmal hier rüber. Und solange wir den Weg hier nehmen, sind wir auf einer ganz guten Fährte. Was sagen wir, wenn der Weg hier irgendwie weit irgendwo hinführen würde. Dann auf jeden Fall. Also auf jeden Fall eher ins Land Innere. Das sieht schon mal gut aus. Sainsipilu! Nice!